So, fangen wir an mit dem nächsten Talk. Er wird auch wieder überzogen werden, gehe ich fest von aus. Ich kann zu den nächsten beiden Herren auch nicht viel mehr sagen als einen schönen Satz, den ich in der Wikipedia gefunden habe. Das Bündnis für politische Schönheit ist ein Bündnis der Künste, um ein Bündnis der Künste zu schmieden, das den Politikern hilft, die höchste Form aller Künste ins Werk zu setzen. Gute und schöne Politik. Wir haben schon grandiose Aktionen gesehen und ich freue mich ganz besonders von der letzten großen Aktion zu hören. Philipp Ruch und Stefan Pelzer, Zentrum für politische Schönheit. Jetzt mache ich direkt auf Play, oder? Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wende mich heute an Sie, weil unser Land einer schweren Bedrohung ausgesetzt ist. Deswegen ist diese Künstlergruppe auch keine Künstlergruppe. Sie ist eine kriminelle Vereinigung, ja, sie ist eine terroristische Vereinigung. Okay. Hallo, das hier ist ein Test, weil ich versuche jetzt als nächstes, dass mein Kopf gar nicht mehr mein Kopf ist, sondern der Kopf von Olaf Scholz. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wünsche allen Antifaschisten in diesem Sinne alles Gute. Und was den Chaos Communication Kongress angeht. Wir von der AfD freuen uns, dass diese Wursthaar-Veranstaltung unser geliebtes Sachsen endlich wieder verlassen hat. Viel Spaß in Hamburg mit diesem Gesindel. Ja. Willkommen, wir freuen uns megamäßig hier zu sein. Unser Vortragsthema heute, Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, verbietet die AfD. Und Deepfakes von sich selbst auch. Aber zunächst ein paar Worte, weil wir waren hier schon, hier waren wir einmal vor 9 Jahren, glaube ich. Und dann waren wir in Leipzig vor 6 Jahren. Und da, jeweils diese beiden Talks waren so wirklich die geilsten Talks, die wir jeweils halten konnten. Und das lag vor allem an dem geilen Publikum. Und wir wollen uns megamäßig bedanken, wieder hier sein zu können. Wir freuen uns, für euch reden zu können. Aber vor allem wollen wir dem Chaos Computer Club danken, dass er das auf die Beine stellt. Und den Engeln. Deswegen so gebt mal kurz alles, was ihr könnt für die Engel. Die machen das hier möglich, die rocken das hier. Also Grüße in den Himmel. Seit 2017 ist viel passiert, Stefan. Aber erstmal für alle, die uns nicht kennen, was treibt das Zentrum für politische Schönheit eigentlich so? Ja, also im weitesten Sinne haben wir uns über die Jahre zu so einer Art Stiftung Warentest etabliert. Aber nicht für Waren, sondern für Nazis. So quasi eine Stiftung Nazi-Test sind wir. Mit Aktionen testen wir immer wieder die Intelligenz der deutschen Rechtsextremisten. Wir sind die einzige Organisation weltweit, die Björn Höcke als terroristische Vereinigung überhaupt anerkennt. Ja, seit 2017 steht ja direkt in seinem Vorgarten ein Denkmal, das wir ihm gestiftet haben. Aber auch das Cyberkommando der Bundeswehr befasst sich in einer neuen Fallstudie mit uns. Ja, die Bundeswehr hat ja bekanntlich auch hin und wieder ein Problem mit Rechtsextremisten, weil die ihnen die ganze Zeit Waffen und Munition klauen. Wir haben diese Waffenrückgabecontainer aufgestellt im Land und gemeinsam mit dem MAD, das ist der militärische Geheimdienst, nach den verschwundenen Kriegswaffen gesucht. Ja, als Dank hat dann das Cyberkommando uns getestet und mit dem Kernrisiko von 2,0 identifiziert. Das ist nur eine Stufe vor der Atombombe. So, dann weiter im Testprogramm. Mit unserer Aktion Soko Chemnitz testen wir, ob die rechtsextreme Szene in Deutschland uns freiwillig ihr gesamtes Netzwerk übermitteln wird. Als diese Soko Chemnitz haben wir nach den Arbeitgebern derjenigen gefahndet, die für die Ausschreitung von Chemnitz verantwortlich sind.
Wissen die Arbeitgeber überhaupt, was ihre Arbeitnehmer nach Feierabend oder wahrscheinlich eher in ihrer Krankschreibung so treiben? Den Arbeitgebern haben wir dann auch gleich, also wir haben so eine Arbeitgeber-Service-Plattform quasi dann bereitgestellt, wo wir Handreichungen wie Kündigung, Abmahnung und so weiter bereitstellen. Aber all das vor allem mit einem Zweck. Das Kernstück von der Seite war nämlich hier schön markiert, eine Suchmaske. Da konnte man quasi konnten unsere Kunden hingehen und sagen, ich durchsuche mal die Datenbank der Soko Chemnitz. Der gemeine Nazi denkt sich also, hat mich die Soko Chemnitz auch schon erwischt? Oder hat sie vielleicht meine rechtsextremen Kinder erwischt oder meine Nachbarn? Also mein ganzes Netzwerk. Da schaut man nach und benutzt die Suchfunktion. Genau, die Suchenden liefern dann mit ihren Suchanfragen kostenlos und freiwillig bei uns ihr gesamtes Netzwerk ab. Denn selbstverständlich lockt die Soko Chemnitz jede Suchanfrage mit. Und hier ein besonders toller Kunde auf sokochemnitz.de, der Staatsbetrieb Sächsische Informationsdienste, Sächsische Informatik, hat hier nach seinen Kandidaten quasi gesucht. Nach einigen gesucht. Der Innenminister von Sachsen sieht durch diese Art von Fallen den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet und ruft die Polizei. Hier wird gerade unser Ermittlungsbüro in Chemnitz gestürmt. Wohlgemerkt, nicht rechtsextremistische Ausschreitungen gefährden den Zusammenhalt in Sachsen, sondern deren Aufklärung und die Ergreifung der Täter. Jetzt aber vielleicht zu einem ganz besonderen Test. Ja. Machen wir. Eigentlich hat sich fast schon erübrigt, aber wir machen trotzdem hier die Probe mit dem Publikum. Einmal Hände hoch, wer kennt denn eigentlich den Flyer-Service Hahn? Okay. Und wer kennt ihn nicht? Okay, sind doch welche dabei. Also hier in Hamburg ist der Flyer Service Hahn sehr bekannt, weil er oft Bandenwerbung beim FC St. Pauli hat. In 2021 haben wir ein top seriöses Unternehmen gegründet, für die, die das nicht kennen, und uns in der freien Marktwirtschaft auf Kundensuche begeben. Gesucht war der ganz große Testsieger. Wir haben also quasi AfD, Kreis- und Landesverbänden angeboten, mit unserer Firma Flyer Service Hahn die Verteilung ihrer Wahlkampfmaterialien zu übernehmen. Und wir müssen auch sagen, wir haben das über den Preis gemacht, das geben wir zu. Wir haben der AfD sehr günstige Preise angeboten. Sehr, sehr günstige Preise. Also, eigentlich Preise so klein, die kann man mit dem bloßen Auge kaum noch erkennen. Auf wundersame Weise haben wir uns dann auch gegen alle Mitbewerber durchgesetzt. Und damit geht unser Businessmodell erst richtig los. Unsere Logistikfahrzeuge klappern ganz Deutschland ab. Ja, wir sammeln quasi die Flyer ein. Und die Kunden, 85 Landes- und Ortsverbände der AfD, sind begeistert. Zumindest ganz am Anfang. Doch dann kippte leider die Stimmung. Der Lack war ab. Die Beziehung kam schon nach wenigen Wochen in die Jahre. Die AfD Niedersachsen bewertet unser Unternehmen von Weltrang eine Woche vor der Bundestagswahl so. Ich kann nur sagen, dass ich von Kreisverbänden gehört habe, dass ihre Firma unter der angegebenen Adresse gar keine Räumlichkeiten hat und AfD-Flyer an der einen Adresse angeliefert wurden, die dann von einem Herrn im Sportwagen abgeholt wurden. Die AfD Baden-Württemberg äußert sich genauso euphorisch. Es werden von ihrer Seite immer nur Versprechungen und Zusagen gemacht, aber nichts davon eingehalten. Ich bin erschüttert über ihre Geschäftsgebaren. So, was unterscheidet den Flyer Service Hahn von anderen Unternehmen am Markt? Also nur wir können wirklich die gesamte Wertschöpfungskette entlang der Nazi-Flyer aus einer Hand abbilden. Das beginnt bei einem unkomplizierten Pickup im Warenlager unseres Kunden. Meistens ist das die Garage in irgendeinem Reihenhaus. Dann folgt in unseren Sorting Facilities, wie wir die nennen, das Unpacking und der sogenannte Dispatch der Flyer zu unseren Processing-Partnern. Wir haben immer genug festgebuchte Slots bei den großen deutschen Processing-Partnern, so dass es niemals zu Verzögerungen beim Häckseln kommen kann.
Vor allem aber, und das zeigen wir jetzt exklusiv, haben wir ein weltweit einzigartiges und patentiertes Fulfillment-Modell. Damit liefern wir die Flyer spätestens 3 Monate nach dem Wahlkampf doch aus, weil ist ja alles von den Kunden gebucht und bezahlt worden. Das Zentrum für politische Schönheit präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Flyer Service Hahn den Hahn Blaster 10.000. Der Hahn Blaster 10.000 organisiert die Rückgabe innerhalb von Sekunden. Direkt über dem Eigentümer in der Luft zerstäubt. Der Hahn Blaster 10.000. Jetzt beim Flyer Service Hahn und überall, wo es Nazis gibt. Ja. Und so wurden wir innerhalb von weniger Wochen zum wirklich absoluten Weltmarktführer im Nichtverteilen von Nazi-Propaganda. Als Weltmarktführer, lassen wir keinen Platz für Konkurrenz, knallhart. Wir besuchen unsere Kunden mehrmals im Jahr. Auch bei ihren Parteitagen sind wir grundsätzlich präsent. Eine Dienstleistung, die Leidenschaft. Unsere Zahlen zur Kundenzufriedenheit sprechen auch für sich, also das heißt gegen unsere Kunden. Aber wir leihen nicht nur Nazi-Propaganda aus und halten sie von Wahlkämpfen weg. Uns besorgt auch, was die CDU ihre Brandmauer gegen Rechtsextreme nennt. Faschisten kommen eher selten aus eigener Kraft an die Macht. Sie brauchen meistens eine konservative Partei, die ihnen die Macht aushändigt. Was die Nationalsozialisten 1933 selbststilisierend die Machtergreifung nannten, war im Kern nämlich eine Machtaushändigung. Ja. Und vor diesem konservativen Fettnäpfchen haben wir auch heute wieder ein bisschen Angst. Genau, links hier seht ihr Franz von Papen auf dem Bild. Das war Hitlers Steigbügelhalter, damals der Anführer der Konservativen, sozusagen der Friedrich Merz des Jahres 1933, wenn Sie so wollen. Und der hat dann den Nazis die Macht mehr oder weniger ausgehändigt. Und das hier ist der echte Grabstein von Friedrich Merz. Papen. Von Franz von Papen. Den haben wir uns aus dem Saarland ausgeliehen. Wenn jemand der AfD zur Macht verhilft, das werden die niemals von alleine schaffen, dann befürchten wir, es wird die CDU sein, die da ihre Brandmauer nicht im Griff hat oder ihre Parteigänger. Und von Papen wollte mit der CDU deshalb über seine politischen Erfahrungen mit Rechtsextremen in Deutschland sprechen. Aber die CDU hat ihn leider nicht reingelassen. Man kennt das ja, mit Nazis reden, aber nicht mit von Papen. Der hätte vielleicht noch was Erhellendes gesagt. So, die Ergebnisse von 1933 bis 1945, die Ereignisse, hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Sie ruht erst, wenn sie alles unter sich begraben hat. Das hat Erich Kästner hier in Hamburg gesagt, vor 58 Jahren. Also kommen wir zur Schneeballzertretung. Wir nennen das auch AfD-Verbot. Aber warum ein Verbot? Schauen wir zurück auf die NPD. 2017 endet das zweite Verbotsverfahren mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das Gericht stellt klipp und klar fest, dass die Partei die freiheitlich-demokratische Grundordnung... Also wurde die dann verboten? Nein. Sie wurde vom höchsten Gericht als total verfassungsfeindlich eingestuft und trotzdem nicht verboten? Ja. Und zwar mit der Begründung, dass sie keine Chance hat, ihre Ziele, also im Grunde eine Diktatur in Deutschland zu verwirklichen, weil zu wenig Wähler. 2017 ist dann was Unglaubliches passiert. Beinahe eine 500.000 NPD-Wähler und Nazis waren auf einmal einfach weg. Die gab's nicht mehr. Nein, also die wurden dann wiedergefunden. Die sind geschlossen zur AfD abgewandert. Und zusätzlich hat die AfD
noch alle Neonazis im Nichtwählerreservoir mobilisiert. Das Ergebnis? Ab 2017 gibt es keine NPD mehr, weil deren gesamte Unterstützerbasis den Verein gewechselt hat. Leider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Moment, warte mal. Also, damals war die NPD zwar total verfassungsfeindlich, aber zu klein. Deswegen konnte sie nicht verboten werden. Jetzt sagen manche Leute, aber die AfD hat 20% ist zu groß. Aber wann kann ich denn endlich mal so eine Partei dann auch verbieten? Und was bringt ein Verbot überhaupt? Die Nazis sind ja dann gar nicht weg. Ja, aber ihr Geld ist futsch. Die AfD und ihre Kreise bekommen bis zu den nächsten Wahlen schätzungsweise 1 Milliarde Euro an Steuergeldern. Diese Subventionierung bricht weg, Vermögen beschlagnahmt. Dann müssen die quasi ihre Mettigel erstmal wieder selbst bezahlen. Genau. Die AfD beschäftigt außerdem direkt und indirekt 3000 Rechtsextremisten. Wenn die alle ihren Job verlieren, würde leider die Arbeitslosigkeit um 0,00065% steigen. Ein Verbot würde aber nicht nur den parlamentarischen Arm des Rechtsextremismus in Deutschland zerschlagen, auch jede Ersatzorganisation wäre damit verboten. Warum sollte das ein Problem sein, wenn eine rechtsextreme Partei in einer Landtagswahl auf über 33% kommt? Wir sind doch eine Demokratie. Weil jede Entscheidung, die eine Zweidrittelmehrheit benötigt, dann nur mit der AfD getroffen werden kann. Alles über 33% hilft der AfD, unsere Demokratie lahmzulegen. Ja, in Thüringen muss in den nächsten Jahren mehr als ein Drittel der Stellen in der Justiz neu besetzt werden. Die Richterinnen und Richter gehen alle in Pension. Wenn die AfD auf über 33% kommt, kann sie jede einzelne Neuberufung dieser Richterin verhindern. Jede einzelne. Also, im Frühling, das geht uns immer so, wir haben so nach dem Winter, nach der Winterdepression im Frühling, da liegen wir rum und scheiße, wir wissen haben nicht, wieder was er tun keine Aktionsidee. Nichts. Da klingelt das Telefon und Markus Hahn persönlich ist am Telefon. Markus Hahn hat mittlerweile sein Geschäftsfeld diversifiziert und handelt nun auch mit Adressdaten. Er hat uns angeboten, kostenlos ein Werbemailing an sämtliche Mitglieder einer Partei, also der AfD, zu verschicken. Da konnten wir einfach nicht Nein sagen. In einem kurzen Anfall von Verwirrung hielten wir uns tatsächlich für den AfD-Bundesvorstand. Und als dieser formulierten wir eine dringende Fristsache an alle Parteimitglieder. Da unsere Partei ja verboten werden soll, müssen jetzt alle Mitglieder zum Zwecke der Sichtung und Vorbereitung der Verteidigung gegen das Verbot auf der Webseite afdbund.de ihr rechtsextremes Verdachtsmaterial hochladen. Außerdem natürlich Chatgruppen, Fotos, einfach alles, was uns irgendwie interessieren könnte. Und als Belohnung winken dann Reisen zum Dresdner Spritzelmarkt und Tankgutscheine von Jet. Warte kurz. Ich lasse es, ich fahre das ab, oder? Ja. Hallo, hier spricht Ihre Alice Weidel. Ich ärgere mich sehr. Als ich mich im Sommer während des Wahlkampfs auf Mallorca entspannt habe, bot mir der Adressservice Hahn an, für mich einen Urlaubsgruß an alle Parteimitglieder zu verschicken und das zu einem unschlagbar günstigen Preis. Im September bemerkte ich dann, dass ich die falsche Mitgliederliste ausgedruckt hatte, in der auch Postadressen enthalten waren. Ich blieb unbesorgt, denn der Adressservice Hahn erschien mir als seriöses Unternehmen. Meine Urlaubsgrüße sind aber scheinbar bis heute nicht bei Ihnen angekommen. Stattdessen wurde sämtlichen Mitgliedern jetzt ein Schreiben des Bundesvorstands per Post zugestellt, indem sie aufgefordert wurden, sämtliche verfassungsfeindlichen Chats, Dokumente und Bilder auf die Website afdbund.de hochzuladen. Das war natürlich eine Fälschung. Den Parteivorstand interessieren verfassungsfeindliche Chats einen Fliegenschiss.
Wir haben also versucht, das Ganze zu stoppen, indem wir eine Rundmail verschickt haben. Aber leider wurde unser Mail-Server von irgendjemandem auf Spam-Blacklisten gesetzt, weshalb unsere Warnung bei den Mitgliedern gar nicht richtig ankam. Bis heute erreichen uns täglich Anrufe von besorgten Mitgliedern, die ihre gesamten Daten hochgeladen haben. Heute hat mir Tino mitgeteilt, dass scheinbar dieselben Verbrecher wie vom Flyer-Service Hahn hinter dem Adress-Service Hahn stecken. Ich war schockiert und habe sofort eine Strafanzeige gestellt über den Anwaltsservice Hahn. Diese Kriminellen bieten jetzt sogar Geschenke an, um ihre rechtliche Verteidigung zu finanzieren. Wenn eine Demokratie so etwas duldet, müssen wir sie abschaffen, meine Damen und Herren. Ihre Alice Weidel. Ja, das war quasi der Exklusivteil der aktuellen Aktion. Bevor die allgemeine Öffentlichkeit quasi Zugriff auf unsere Aktion bekommen hat, hat die unser bester Kunde, die Parteimitglieder der AfD, quasi einen Vorzugriff bekommen. Genau. Dann passiert Folgendes. Also die AfD warnt dann alle ihre Mitglieder und ihren gesamten Dunstkreis vor uns. Zunächst über ihr eigenes Hausblatt, die junge Freiheit. Und was uns hier wirklich sehr gut gefallen hat, ist, dass sie nicht nur warnen, sondern uns gleich noch verlinken mit der Seite afdbund.de. Der Vorstand verfasst eine Rundmail eben, wie gehört, an alle Mitglieder. Und auch hier natürlich obligatorisch der Link. Das ist, wenn man in dieser Security-Szene sagt, man, ja, da und da, das ist eine ganz schlimme Phishing-Webseite, hier ist der Link. So, aber nichts hochladen. Das gibt auf jeden Fall 20 extra Punkte von der Stiftung Nazi-Test. Und hierhin führen diese ganzen Links auf diese Seite, sogar mit steuerflüchtiger Schirmherrin. So, jetzt kommt die Gegenantwort. Müllhaufen sind im Internet tatsächlich häufig zu finden. Ein ganz besonders großer digitaler Müllhaufen wurde jetzt vor der Tür des sogenannten Zentrums für politische Schönheit abgeladen. Dieses selbsternannte Künstlerkollektiv wollte illegal Daten von AfD-Mitgliedern abschnorcheln und ist damit richtig auf die Fresse geflogen. Denn ein Zusammenschluss aus einer großen Anzahl anonymer Unterstützer schüttete das Zentrum für Datenmüll mit über 4 Petabyte Daten zu. Das sind 40 Milliarden Megabyte. Und dieses aus mindestens 3 Gründen gut. Nummer 1. Falls doch noch echte AfD-Daten darunter gewesen sein sollen, sind die quasi unauffindbar, damit unauswertbar und somit wertlos. Nummer 2. Die Kosten explodieren für dieses selbsternannte Künstlerkollektiv. Die Zahlen schwanken von 50.000 bis 100.000 Euro Serverkosten. Und Nummer 3. Es zeigt sich, dass der digitale Raum nicht den Wokisten gehört, sondern auch dort stabile und basierte Menschen unterwegs sind, die sich gegenseitig unterstützen. Deshalb an der Stelle ein dickes Danke an Susizo, Wuppi, Soto Grande, Thunfischdev, Ben.net, Sammy Striker und all die anderen. Und all die anderen. Das zeigen wir euch einfach aus dem Grund, um euch mal zu zeigen, wie bei X vormals Twitter, jetzt rechter Scheißhaufen, wie da quasi so Bubbles funktionieren. Denn da haben sich ein paar Leute getroffen bei Twitter, haben gesagt, wir laden jetzt ganz viel Müll bei denen hoch. Und haben dann selber immer wieder Updates gebaut. Ja, jetzt sind wir bei 2 Petabyte, jetzt sind wir bei 2,5 Petabyte und so weiter und so fort. Und dann war ich ja bei Logbuch Netzpolitik zu Gast und wurde von Linus gefragt, ja, wie viel ist da hochgeladen? Da habe ich gesagt, ja, wir haben ja Algorithmen laufen, das waren mal 700 Gigabyte, jetzt sind es vielleicht jetzt sind es, glaube ich, 25 oder sowas. Das wurde denen da auch hingepostet und dann schreiben die einfach, ja, lustig, wie die lügen. Das ist auf der Slide drauf, genau. Tatsächlich haben sie von uns insgesamt über 2,5 Petabyte geschickt bekommen, ganz lustig, dass die so lügen. Und so erklären sich die zum Sieger mit ihrer Petabyte-Strategie. Aber was sie halt nicht richtig beachten ist, dass halt Datentransfer zu AWS 0 Euro pro Gigabyte kostet. Jetzt kann man sich überlegen, wenn man 5 Petabyte oder 10 Petabyte mit 0... Schwierig. Schwierig. Natürlich gibt es da Speicherkosten. Und die waren bei uns jetzt... Also da ist auf jeden Fall noch. Vielen Dank an Soto Grande, Thunfischberg,
für die Zeitverschwendung, genau. Also da ist auf jeden Fall noch Luft zu diesen 60.000 Euro. Wir können also heute verkünden, wir sind nicht pleite durch die Aktion geworden. Aber ja, noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Da müsst ihr noch mal ran. So, und dann diese 4-Petabyte-Strategie, hier ist so der Speicherverlauf, also die Größe, wo man sagen muss, tatsächlich ist es so, dass als es losging da intern, da wurden wir quasi doch zugespammt, aber dann hat es natürlich auch aus den Kreisen, die hier vertreten sind, sehr schlaue Köpfe gegeben, die uns sofort Hilfe angeboten haben, und da gibt es fantastische Arten von Algorithmen, die doppelt erkennen und alles, und wir müssen nur immer die ersten 2 Bytes von jeder Datei uns angucken und schon können wir sie in den Müll schmeißen, wenn sie nichts ist. Also muss man sagen, genau, da schön so vernetzt zu sein. Aber Philipp, jetzt zum Letzten, okay? Da ist ja so viel angekommen, da konnten wir überhaupt nichts finden, oder? Nichts. Also wirklich rein gar nichts. Keine Chatgruppen, nicht mal geheime Verfassungsschutzgutachten. Wir wissen also überhaupt nicht, was wir machen sollen. Wir gar nichts, im ganzen Haufen nichts gefunden. Wird auch nichts kommen von uns. Wird auch nichts kommen. Das war der exklusive Teil. Uns war aber immer klar. Der war nur für die AfD. Also ist der AfD-Teil. Das ist der AfD-exklusive, das ist der braune Teil der Aktion gewesen. Um die Idee eines Verbots der AfD und unsere Webseiten populärer zu machen, brauchen wir einen charismatischen Partner. Jemand, der quasi dafür wirklich so bekannt ist, Menschen mitreißen zu können. Und da gibt es in diesem Land eigentlich nur eine Person, die in Frage kommt. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wende mich heute an Sie, weil unser Land einer schweren Bedrohung ausgesetzt ist. Einer Bedrohung, von der wir dachten, dass sie Vergangenheit ist. Der legendäre Generalstaatsanwalt Fritz Bauer sagte einst: Nichts gehört der Vergangenheit an. Alles ist noch Gegenwart und kann wieder Zukunft werden. Das sind Worte für unsere Zeit. Vor kurzem war der 5. Jahrestag der Ausschreitungen von Chemnitz. Schließen Sie die Augen. Erinnern Sie sich? Ein brutaler Mob terrorisierte eine Stadt und machte Jagd auf Andersaussehende. Angeführt wurde diese gewalttätige Meute von den Vertretern einer Partei, die im Deutschen Bundestag sitzt. Einer der Demonstranten ermordete danach den CDU-Politiker Walter Lübcke und gab vor Gericht an, sich bei den Parteiveranstaltungen zu dieser Hinrichtung entschlossen zu haben, wie er es nannte. Die Partei, von der ich rede, nennt sich Alternative für Deutschland. Doch die Alternative, für die sie kämpft, ist nichts, was wir in diesem Land noch einmal haben wollen. Ihre Ziele sind Bürgerkrieg und Mord, Ausgrenzung und Unterdrückung, Gewalt und Terror. Nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft. Die Bundesregierung will den Bevölkerungsaustausch vollenden. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner. Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss. Und wir müssen wehrhaft werden, liebe Freunde. Vor 90 Jahren führte der Rechtsextremismus unser Land in die schlimmste Katastrophe der Menschheitsgeschichte. Heute gibt es wieder politische Kräfte, die an diesen Abgrund zurück wollen. Hier und jetzt müssen wir eine Entwicklung verhindern, wie sie 1933 schon einmal ihren Lauf nahm. Es gibt offensichtliche Bestrebungen, die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland richten. Gegen die Demokratie, gegen das Parlament und gegen die Verfassung. Das werde ich mir nicht länger bieten lassen. Ich habe als Bundeskanzler geschworen, Schaden von diesem Land abzuwenden. Und ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass uns keine Zeit mehr bleibt. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine Regierung wird zum 5. Todestag von Walter Lübcke am 2. Juni 2024 beim Bundesverfassungsgericht ein Verbot der Partei Alternative für Deutschland beantragen. Dafür bitte ich Sie heute ganz persönlich um Ihre Mithilfe. Unter afd-verbot.de sammelt mein Kabinett ab sofort Beweise für die verfassungsfeindlichen Bestrebungen der sogenannten Alternative für Deutschland. Falls Ihnen Informationen zu Anhängern, Mitgliedern oder Mördern und Straftaten aus dieser Partei vorliegen, zögern Sie nicht. Melden Sie Ihre Hinweise jetzt an uns. Ich bin sicher, rückblickend wird es unglaublich erscheinen, dass wir diese Partei so lange im Bundestag sitzen ließen.
Aber diesen Fehler werden wir jetzt korrigieren. Gemeinsam werden wir den AfD-Faschismus beseitigen. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Wir benötigen Ihre Spende, um das Verbotsverfahren zu finanzieren. Als Dankeschön gibt es tolle Geschenke von der Bundesregierung. So, damit sind wir beim aktuellsten Teil. Also für die Aktion haben wir schon vorher monatelang recherchiert und haben quasi aus allen öffentlichen Quellen für die Webseite afd-verbot.de mal zusammengesammelt, was es jetzt schon gibt. Ihr seht das hier runterscrollen, über 350 AfD-Funktionäre, Unterstützer, Mitglieder haben wir da mit Äußerungen erfasst und quasi mit KI-generierten Mugshots versehen. Mittlerweile ist die Datenbank gefüllt mit 2000 Beweisen, die einfach nur die Verfassungsfeindlichkeit der Partei beweisen. Aber genau, bevor wir jetzt hier alle Details dieser Webseite genau euch erklären, lassen wir es einfach Alexander Gauland machen. Guten Tag, mein Name ist Alexander Gauland. Heute möchte ich Ihnen eine kurze Einführung in die Seite afdverbot.de geben. Das Portal begeistert mich wirklich sehr. Sie finden hier über 1500 Belege für die Verfassungsfeindlichkeit meiner Partei. So hätte ich das jetzt nicht gesagt. Aber es kommt noch besser. Sie suchen alle verfassungsfeindlichen Aussagen unserer Mitglieder zu einem bestimmten Thema wie Bürgerkrieg oder Migration. Wählen Sie einfach das Thema und erhalten alle zugehörigen Verfassungsfeinde meiner Partei auf einen Blick. Natürlich werden auch umfangreiche Filter angeboten. Nur hier finden Sie alle Bestrebungen, die das Bundesverfassungsgericht für ein Verbot meiner Partei benötigt. Methodisch, technisch und inhaltlich ist diese Datenbank auf dem neuesten Stand und wird ständig gepflegt und erweitert. Viel Spaß damit. afdverbot.de. Hier wird mein Verbot wahr. Finanzieren Sie jetzt unsere Ermittlungen und dieses Portal und erhalten Sie schöne Geschenke dafür. Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte. Habe ich nicht gesagt. Na, können Sie mir das beweisen? Habe ich nie gesagt. Ich habe es nie gesagt und es ist auch nicht die Meinung der Partei und es steht auch nirgendwo bei uns geschrieben. Ich hätte diese Formulierung so nicht gebraucht. Entschuldigung. Besonders. Also was jetzt anders ist als sonst, ist, wir haben sonst ja bei den Aktionen, die wir euch hier vorgestellt haben, haben wir meistens eine Website, ist auch meistens irgendwie cool, aber die kommt und geht. Die kommt für die Aktion, geht und dann wird das Ganze bei uns ins digitale Archiv überführt, so eine Art Museum. Also das ist ja auch, wenn man Kunst gehört ins Museum und da schließt sich dann der Kreis. In dem Fall ist es anders, denn die Website afd-verbot.de wird von uns weiter betrieben und wir werden die weiter pflegen. Und Ziel ist es dann quasi, dass wir unsere Kunden mit ihren Zitaten dem Wähler näher bringen. Das heißt, wir gucken, dass quasi unter den Namen, wenn jetzt wieder Wahlkampf ist oder sonst was, dass man möglichst unter dem Namen des Wahlkämpfenden dann auch gleich weit oben die schönen Zitate findet. Dabei könnt ihr helfen, und zwar indem ihr die Seite verlinkt, zum Beispiel, wenn irgendjemand auf irgendeinem sozialen Netzwerk irgendwelche Hetze sagt, dann könnt ihr sagen, hier, guck mal, wenn euch der weiter interessiert, hier könnt ihr quasi zur Zitatsammlung dieser Person X, zum Beispiel bei Björn Höcke. Ihr könnt außerdem die afdverbot.de quasi zitieren. Oder teilen. Genau. Eine Funktion, die AfD noch nicht so entdeckt hat, ist zum Beispiel, wenn man auf Instagram klickt, kriegt man das als Bild ausgespielt, die Zitate. Und zwar jedes einzelne von über 2000 Beweisen. So, was natürlich auch weiterhin geht, ist, ihr könnt in unserer Datenbank gucken. Nur noch 5. 7.
Wenn euch Hetze auffällt oder Sachverhalte, die als Beweis noch nicht enthalten sind, dann könnt ihr das Formular ausfüllen sozusagen und uns die melden. Wir prüfen, dann ist das schon drinne. Und als Dank meldet sich dann auch der Bundeskanzler. Und wie in Deutschland üblich, kriegt man auch eine ordentliche Quittung dafür. Ganz neu im Programm haben wir den Austritt mit 3 Klicks. Also wenn ihr jemandem sagt, komm, du willst austreten, auf afdverbot.de kann man, ähnlich wie bei Abo-Alarm, einfach sofort seine Parteimitgliedschaft dort beenden. Wir handeln alles, was damit zu tun hat. Jetzt kommt noch ein Teil, nämlich die Bundesregierung. Die Bundesregierung, ja. Die hat den eigenen Bundeskanzler dann gesperrt, hier auf YouTube. Der Grund, wir haben angeblich das Urheberrecht von Deutschland verletzt. Und dazu musste sich die Bundesregierung dann auch 20 Minuten lang äußern. Hier eine kurze Zusammenfassung des Ruderunterrichts. Kunstfreiheit und Zentrum für politische Schönheit. Frau Hoffmann, da gibt es jetzt ja von vielen Seiten Kritik an Ihrem Hause, an dem BPA, das laut Kritik Kunst jetzt zensiert hat. Wie kommen Sie eigentlich darauf, dass das öffentliche Reden von Regierungsvertretern urheberrechtlich geschützt sind? Ja, ich möchte zunächst mal die Unterstellung zurückweisen, hier sei von unserer Seite irgendetwas zensiert worden. Das ist nicht der Fall. Wir haben niemanden irgendwie angewiesen, da irgendetwas zu tun. Das können wir nicht und das wollen wir auch nicht. Aber wir haben gegenüber den Plattformbetreibern YouTube, X, Facebook und Instagram ein sogenanntes Melde- und Abhilfeverfahren initiiert. Das ist doch dann nichts anderes als ein Werkzeug, um dieses Video zu zensieren. Wir haben den Plattformen gegenüber gemeldet, dass nach unserem Verständnis diese Videos gegen die AGB der Plattformen verstoßen. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat das ZBS aber zumindest veröffentlicht, dass bei Instagram ein urheberrechtlicher Verstoß explizit gemeldet wurde. Das streiten Sie an der Stelle ab, denn das ist ja eine durchaus andere Begründung als ein allgemeiner AGB-Verstoß. Wir haben, wir haben das begründet und wir haben unterschiedliche Begründungen dafür angeführt. Wir haben in verschiedenen Fällen verschiedene Begründungen dafür geltend gemacht. Es ist ja klar, dass wenn wir sagen, wir sind der Meinung, dass das gegen die AGB verstößt, dass wir das auch begründen. Welches Urheberrecht sehen Sie konkret verletzt? Wie schon gesagt, es gab verschiedene Begründungen und Urheberrecht war ein Teil davon. Also es gibt unterschiedliche Begründungen dafür, warum dieses Video aus unserer Sicht problematisch ist. Was lernen wir aus der Pressekonferenz? Die Bundesregierung kümmert sich ab sofort um jeden AGB-Verstoß. Ab sofort hat das Bundespresseamt unter Steffen Hebestreit die Aufgabe, jeden Verstoß in Deutschland zu ahnden. Unser Bürgerservice für Sie. Ist Ihnen ein AGB-Verstoß von irgendeinem Unternehmen in Deutschland aufgefallen? Werden Sie jetzt aktiv? Melden Sie den Verstoß der Bundesregierung. Unsere Mailadresse lautet bundesregierung.sozialmedia.1@gmail.com. Wir werden innerhalb von 48 Stunden für Sie tätig und werden jeden AGB-Verstoß unbarmherzig verfolgen. Ihr Olaf Scholz. Wir haben die Bundesregierung dann selber abgemahnt. Und haben Sie aufgefordert, es zu unterlassen, gegenüber Dritten zu behaupten, sie hätte Urheberrechte an unserem Kanzler. Die Bundesregierung hat bis jetzt die Unterlassungserklärung aber nicht unterzeichnet. Dafür hat YouTube das Video aber wieder freigeschaltet. Und zwar, nee, Moment. Jetzt hört mal, warum. Weil die Bundesregierung ihre Urheberrechtsmeldung nicht bestätigen konnte und damit gegen die AGBs von YouTube verstoßen hat. Ja. Jetzt schauen wir noch kurz, wie sich die Bundesregierung die Lösung für Deepfakes vorstellt. Deshalb ist es wichtig, dass wenn solche Deepfakes verwendet werden, dass auch als solches gekennzeichnet und sofort klar erkennbar ist. Und deshalb ist es halt wichtig, dass wenn so etwas jetzt auch zum Zwecke der Kunst ein Deepfake produziert wird, dass das dann auch klar als solches gekennzeichnet wird. Das ist super problematisch. Und da muss ich jetzt nochmal... Ja.
Also das ist super problematisch, weil sich die Bundesregierung jetzt wieder auf den Weg macht, so richtig am Thema gegen die Wand zu fahren. Natürlich, eine Kennzeichnungspflicht. Wenn das ein Deepfake ist, dann muss da auch Deepfake stehen. Der ist umsonst, den muss man nur per Gesetz beschließen und dann sollen irgendwelche Privatanbieter das überwachen und dann kann man AGB-Meldungen machen. Aber die Medienkompetenz fördert das nicht der Bevölkerung. Und am Ende wäre das Ergebnis, dass jeder, der quasi legale Deepfakes macht, da steht dann immer oben Deepfake, aber jeder, kein einziger unter böser Absicht erstellter Deepfake, würde es mal. Das heißt, der Bürger würde denken, ah ja, da steht ja nicht Deepfake, also muss es echt sein. Und das ist wirklich so mit Anlauf gegen die Wand, ein Thema kommt neu auf und wir überlegen uns einfach die dümmste und einfachste Lösung dafür. Und da können wir als Konferenz vielleicht auch sagen, in Richtung Bundesregierung, macht's euch nicht so einfach. Was zählt, ist Medienkompetenz. Ihr müsst jetzt dafür, dass die Bürger mehr Medienkompetenz haben. Und das hilft dann nicht nur gegen Deepfakes, das hilft auch gegen alle andere rechte Hetze und gegen ganz viele andere Sachen. Also geht auf Medienkompetenz, nicht auf Kennzeichnungspflichten. Das ist so. Und also so als Fazit könnte man sagen, an Deepfakes werden wir uns in den nächsten 2 Jahren gewöhnt haben. Aber an die AfD im Bundestag werden wir uns nie gewöhnen. So, im Großen und Ganzen war es das, aber noch eine Bitte von uns an euch. Jetzt kommt 2024 und wer sich ein bisschen mit rechten Netzwerken beschäftigt, merkt, die rechte Szene in Deutschland denkt, sie hätte jetzt irgendwie Machtergreifung oder sowas. Also es wird ganz viel auf die Landtagswahlen und auf das kommende Jahr projiziert und die Rechten fühlen sich extrem im Aufwind. Das heißt, und das kann jeder für sich, da geht es nicht um Organisationen, wir müssen als Demokraten zusammenstehen in diesen Zeiten und wir müssen gucken, dass wir Schutzbedürftige schützen und wir müssen quasi diesen Angriff auf unsere Demokratie, von denen die rechte Szene träumt, abwehren und zurückweisen. Der zweite Punkt, und da kommen wir, vielleicht ist ja eine Tech-Konferenz, haben Leute jetzt sich mehr zu den technischen Details des Deepfakes erwartet. Ich war bei Linus und Tim im Podcast und wir haben da 2,5 Stunden drüber gequatscht mit viel Technikinfos. Also ganz große Empfehlung, Logbuch Netzpolitik. Und als letztes könnt ihr euch auch entscheiden, uns in unserer Arbeit zu unterstützen und damit zum Kernrisiko 2 aufzusteigen. Wir suchen nämlich weiterhin die Kongresse. Hier sitzen ja bestimmt mega viele, die eh schon Komplizen beim ZPS sind und Komplizinnen. Wenn sich noch Leute dazu entscheiden können, wir würden uns mega freuen und wir versprechen, wir lassen die Nazis nicht in Ruhe, solange ihr uns unterstützt. Danke 37. Vielen herzlichen Dank.